gelassener anzugehen und stattdessen in bessere Spiele zu investieren. Und wir haben dadurch 183 Fans dazu gewonnen. Wir haben jetzt schon 58.000, fast 59.000 Fans. Gut, böse Lehre, naja, so ein Naja-Spiel. Ich würde fast vorschlagen, wir gehen dann nochmal auf ein Action. Ein kleiner Messestand. Machen wir für uns noch ein Action-Spiel? Oder für einen PC was Schönes? Vor allem schaffen wir es vor der Messe. Neues Spiel entwickeln. Thema wählen. Ja, Gesetz, Kampfsport, Alternativ, Aliens, Comedy. Ich möchte ein Rollenspiel machen. Ja. Mystery. Rollenspiel. Plattform. Wir nehmen den PC, da sind fast keine Unterschiede hier. Großartige Kombination. Wir gehen auf alle. Mit unserer Beta. Also ein Assas. Wenn das vom Englischen her nicht immer stimmt, stört mich nicht. 2D-Grafik-Version 3 und los geht's. Voll auf Story-Quests. Gameplay ist aber trotzdem wichtig. Engine leicht. Wir nehmen die Lineare mit einfachen Zwischensequenzen. Wir wollen unseren Charakter entwickeln können. Die Tutorials nehmen wir raus. Und speichern ist ganz wichtig. Und heute wurde die neue Plattform TS64 von Invento veröffentlicht. Böse Lehre wurde vom Markt genommen, es wurden 58.975 Stück verkauft und ein Umsatz von 412.860 erzielt. Nein. Nur immerhin 93.589, fast die 100.000. Aber wir haben es noch nicht in die Top 100 geschafft. So, Jungs. Voll auf Dialoge. KI ein bisschen höher. Level Design geben wir mal so. Und bessere Dialoge mit rein. Level Editor haben wir auch noch dazu spendiert. Okay, da flutschen die Points. Ja, Grafik, Sound, Spielweltdesign, ein bisschen hoch, Sound gehen wir ein bisschen runter, Grafik, okay, Open World, Mono. Sehr schön. Machen wir die Bugs noch raus, Geld haben wir ja auf dem Konto. Ein paar Pünktchen, noch ein bisschen. Ja, schön. Und fertig. Völlig ausgeglichen, 56-56. Neuer Rekord im Design. Gameplay sind wir hoch. Grafik sind wir hoch. Dominic Elliott ist jetzt Level 4. Kriegt noch mehr Geld. Oh, Spiele mit neuen Themen. Gut zu wissen. Okay, und Dominic Elliott kriegt seine Gehaltserhöhung 44.000. 2D-Grafik Version 4. So, Forschung. Neues Thema. Fantasy. Fantasy ist natürlich interessant, komm. Wir nehmen mal das Gefängnis mit rein. Ja, fast auch ein neues Thema. Gleich Fantasy hinterher. Okay. Und wir haben die Bewertung her. 7. Grafik tat sehr gut, okay. 8 Tage lang gespielt in Form Gamers. Noch eine 8, sehr gut, Game Hero. Und noch 8, sehr gut, sehr unterhaltsam, Games. Okay, vernünftig. Spielbericht 775, jawohl. Na, ja, fast 40.000 in der ersten Woche, damit kann ich leben. KI scheint für diese Art von Spielen nicht sehr wichtig zu sein. Genreübereinstimmung, Rollenspiel, PC ist gut. Und die Themenzielgruppenübereinstimmung, Mystery ist auch gut. Okay.
Wir haben die neuen Themen fertiggestellt. Ich möchte ein Spiel hinterher setzen. Ich möchte, dass wir schnell auf 100.000 Fans kommen. Und neues Thema. Fantasy oder Gesetz? Gesetz? Genre? Action? Plattform? Play System? Mit der guten Beta? Und wir machen für alle. Und wir nennen es noch eine Spieleklassiker. Okay. Ja. Dann zeigt mal, was ihr könnt, Jungs. Engine voll hoch. Story Quest so gut wie unbedeutend. Gameplay mal ein bisschen hoch. Weg. Wobei einfache Zwischensequenzen können wir lassen. Bessere Benutzererfahrung, das gespeichert, jawohl. So, ja. Assassin's verkauft sich ein bisschen. KI geht mir richtig drauf, Dialoge weg. Level Design hoch. Schön. Okay, Level Design gehen wir runter, Grafik voll hoch, Sound geht mal noch drauf. Ah, Open World, kommen wir nicht. Diesmal viel weniger Punkte, ne? Okay, Bugs bereinigen. Super TS wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Das können wir da viel verentwickelt. Assassin's wurde vom Markt genommen, es wurden 120.701 Stück verkauft, Umsatz von 844.942 erzielt. Okay, ihr macht ganz schön auch noch. Jetzt bin ich mal gespannt. Level Design Level Up. Ich, aber auch der James kriegen bald ein Level Up. Hey. Easter Eggs als neue Forschungsmöglichkeit. Du gehst trainieren. Ein bisschen eine Mischung. Und erste Bewertungen für Outbreak. Nur eine 5. Macht teilweise Spaß. Ui, Gesetz ist eine schlechte Kombi. Jo, gut zu wissen. Hab schon Besseres gesehen. Eigenartig, aber gut. All Games. Naja. Ein 5er Schnitt. Du wirst auch trainieren. Dich will ich auf Design haben weiterhin. Und ich mache den Spielbericht. Nur eine 5. Oh, das schlägt sich aber gut in den Verkaufszahlen nieder, wenn ich das sehe. Nicht mal 30.000 in 2 Monaten. So, Gesetz und Action, eine schreckliche Kombination. Sehr gut gewählt, habe ich das. Story und Quest scheint für diese Art von Spielen nicht wichtig zu sein. Die Plattform-Zielgruppenübereinstimmung, Play-System mit allem ist großartig. Und die Zielgruppenübereinstimmung, alle Gesetze sind auch großartig. Sehr schön. Ah, wir haben doch eins programmiert. 612.000 für die TS, die jetzt nicht unterstützt wird. So, müsst ihr schon in Urlaub? Du noch nicht, du auch noch nicht. Neue Themen. Kommt, eins mal. Fantasy. So, ein Spiel. Für den PC. Mit der Beta. Für alle. Ja, wir nehmen unser Spiel Elfen. Kommt jetzt überrascht mich, Leute. Story Quest richtig hoch. Engine. Gameplay so. Nimm die Lineare mit rein. Das ist okay. Hallo, ich bin Gary White von Gamers. Ich habe gehört, dass Perfect Games gerade an einem neuen Spiel arbeitet. Wären Sie bereit, uns über Ihr aktuelles Spielprojekt zu informieren und uns ein Interview zu geben? Na klar. Was ist Ihre Erwartung hinsichtlich des Erfolgs von Elfen? Glauben Sie, das Spiel wird gut angenommen? Wir sind diesmal bescheiden. Danke für die Zeit.
bin mir nicht sicher. Und der Markt hat sich natürlich wieder normalisiert. Es geht nicht auf neue Themen. Keine starken Trends. Dialoge hoch. KI runter. Level Design. So. Und wir machen sogar einen Editor. Die können selber ein paar Levels schaffen, wenn sie wollen. Outbreak wurde vom Markt genommen. 63.000 Stück verkauft. Umsatz von 441.651 Peanuts. So, Grafik, Spielweltdesign gehe ich hoch. Sound gehe ich ein bisschen runter. Open World nehme ich mit rein. Ja, diesmal flutschen die Punkte auch wieder viel besser wie gerade. Aber es war natürlich auch eine blöde Kombi. Hm, habt ihr noch was zum Nachlegen? Ein Bug, sehr gut, dass ich gewartet habe. Noch ein Bug, was mache ich denn? Fertig. Neuer Rekord, neue Kombi, neues Thema, jawohl. Grafik ab, ich ab und der James ab. Wieder mehr Geld. James Egame kriegt jetzt 46.000. Und wir haben jetzt für mich ein Spezialtraining verfügbar. Und erste Bewertungen, 11. 9, hervorragendes Spiel Stargames. Eine 10, herausragende Leistung vom Games, yeah, Faustballen. Noch eine 9, eins der besten, Game Hero. Nur eine 8, sehr unterhaltsam. Also 9er Schnitt. Ja. Die würden wahrscheinlich jetzt ihren Urlaub wollen trainieren. Du machst übrigens für unsere Forschung. Du auch. Forschungspunkte. Gut, du machst den Spielbericht. Kleiner Messestand. Spielbericht. Wir elfen. So. Ja, gut, Rang 6. Das war jetzt nicht so der Überhammer wie das andere, aber es bringt Geld. Unsere Analyse nach Verkaufsstand von Elfen ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Fantasy-Rollenspiel, großartige Kombi. Spielwelt-Design scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Neue Info, jawohl. Gameplay scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Super. Trainiere mich. Okay. Boost können wir jetzt auch noch machen. Ich gehe auch auf das hier. Sehr schön, ja, es verkauft sich okay. Es erwartet eine Menge gute Überraschungen in Elfen auf euch. Ein perfektes Beispiel dafür, wie Dialoge in einem Spiel viel aufregender sein können, als in einem Buch, Film oder Buch. Ich hatte zu jeder Zeit das Gefühl, wirklich Entscheidungen zu treffen und die Geschichte zu verändern. Nur selten würde ich ein Spiel so fesseln wie Elfen. Gary White Gamers. Sehr schön. Müsst ihr ja nochmal hochgehen, oder? So, wie viele Leute schauen uns diesmal beim Stand vorbei? Ja, über 100.000, jawohl, 110.042. So, aber wir haben es immer noch nicht unter die Top 100 geschafft. Okay. Okay, der Dominik meint, unsere Büros können echt eine Renovierung vertragen, unsere Computersysteme sind auch veraltet. Wäre großartig, wenn wir ein wenig Geld in moderne Büros und verbesserte Computer investieren können. Wollen Sie die Büros renovieren? Für 150.000, ja. Na? Spannend. Oh, schick. Sehr schick. So, ich schicke die Jungs in Urlaub. Hallo, nachdem die G3 der größte jährliche Treffpunkt für Spieleentwicklern geworden ist, haben wir uns entschieden, unseren Ruf für eine höhere Sache einzusetzen. Ab heute bieten wir das ganze Jahr über verschiedene Spieleentwicklungswettbewerbe an, bei denen sich Spieleentwickler aus der ganzen Welt miteinander messen können. Dies wird eine tolle Möglichkeit für die Spieleentwickler, etwas dazu zu lernen. Sie sind herzlich eingeladen, jederzeit mitzumachen. Es gibt keine Preise, aber es ist eine tolle Chance für alle, ihre Fähigkeiten auszubauen. Das G3-Komitee. So, dann ist auch im Urlaub. Wir brauchen dann Forschungspunkte.
Oh, der Tag, auf den viele Fans von Vayner lange gewartet haben, ist gekommen, denn Vayner kündigt eine nächste Konsolengeneration an, die Dreamcast. Ein Unternehmenssprecher sagte, die Dreamcast ist ein wahr gewordener Traum. Diese Konsole ist die fortschrittlichste Konsole der Geschichte. Jawohl. Die neue Konsole ist mit einer leistungsstarken Grafikhardware ausgestattet, welches eine grafische Qualität verspricht, die es mit den allerbesten PCs aufnehmen kann. Die Dreamcast ist darüber hinaus die erste Konsole mit sofort einsetzbaren Modem, welches Online-Spiele ermöglicht. Die Konsole wird Anfang nächsten Jahres erscheinen. Schön. So, sind alle wieder aus dem Urlaub da? Kommt, der ist da. Schön, wir verkaufen noch ein bisschen von den Elfen. Wir gucken mal, was die Publisher so drauf haben. Acht, ein Game Developer Rollenspiel. Revolution habe ich nicht. Gefängnis und irgendein Genre. Siebene Bewertung. Game Dev habe ich nicht. Mindestbewertung 7. Gefängnis, irgendein Genre. Simulation, 7, Mittel, 13. Strafe. Wir probieren es. Sehr mutig. Gefängnis. Genre. Noch eine Simulation. Plattform. Wir gehen auf den PC. Mit unserer guten Beta. So, für alle. Und wir nennen es Knastverwalter. Ja, gefällt mir, Knastverwalter. So, dann schauen wir mal, was die Jungs drauf haben. Okay, sie legen schon gut los. Wir sind in der Simulation. Story Quests, völlig egal. Engine würde ich sagen, recht wichtig. Gameplay. Oh. Verlassen die einfachen Zwischensequenzen. Wir speichern. Tutorial, nö. Doch, mit rein. Okay, Engine ist wichtig. Das macht unser Technik-Freak. Dominik macht das hier hinten. Und ich mache hier das Mittige. Wobei Dominik jetzt bei Design fast schon so gut ist wie ich. Hi Chef, ein guter Freund von mir ist in einer Organisation tätig, die sich für mehr Frauen in der Branche einsetzt. Sie suchen noch nach Sponsoren und ich dachte, dass das eine super Chance für uns wäre. Möchten Sie ihnen aushelfen? 70.000? Ja. Und E11 wurden vom Markt genommen. Es wurden 171.000 Stück verkauft. Ein Umsatz von fast 1,2 Millionen erzielt. Das ist okay. Fünf Designpunkte auf einmal habe ich da gerade ausgepfeffert. Dialoge, egal. Level Design ist uns wichtig. KI, gehen wir mal so. Kommen wir mal noch voll auf Level Design. Einen Level Editor nehmen wir mit. So, Design. Diesmal macht er hier das Design. Ich mache die Dialoge. Und er hier geht auf die KI. Schön. Okay. Oh, derzeit scheinen Simulationsspiele besonders angesagt zu sein. Sehr gut. Da haben wir einen guten Riecher. Wir können auch Glück nennen. Ah, Grafik, Sound, aber Spielweltdesign ist uns wichtig. Wir lassen sogar mal Open World. Er macht hier den Sound. Er macht die Grafik und ich mache das hier. Immer alle gut ausgelastet diesmal. Wir haben gehört, dass Perfect Games kürzlich eine Organisation finanziell unterstützt hat, die sich für mehr Frauen in der Technologiebranche einsetzt. Windtalker, Geschäftsführer von Perfect Games, sagte, wir würden es begrüßen, wenn mehr Frauen in der Spielebranche arbeiten würden. Gut. Machen wir gute Presse. Ui, Technologie geht ja gerade ab. So, die Bugs raus. Geld ist noch im Konto genügend. Kommt noch was. Und fertigstellen. Sehr schön. Neuer Rekord, neues Thema, neue Kombi. Die 2D-Grafik kriegen wir ein Level up.
Ui, hier ist bald schon Level 5, der Dominik. Oh, schön, Forschungspunkte. Und wir haben die ersten Bewertungen für Knastverwalter erhalten. Ach, sehr unterhaltsam, Star Games. Wir brauchen einen 7er Schnitt. 9, großartiges Spiel in Form Gamer, jawohl. 7, wunderschön, Game Hero. 8er Schnitt. 8, sehr gut, All Games, jawohl. So, du machst mir den Spielbericht. Du machst mir... 100 Punkte kostet die neue Grafik. Stereo Sound. Du machst mir auch Forschung. Was haben wir denn hier noch? Verzweigen, Dialog bauen, Level Design, Easter Eggs. So. Oh, gute Verkaufszahlen, gute Verkaufszahlen. Schau dir das an. Capcom, das Spiel hat die geforderte Bewertung erreicht. Wir freuen uns auf zukünftige Geschäfte. Jawohl, und es fließt Geld. Stereo Sound. So, Spielbericht. Analyse nach Verkaufsstand von Knastverwalter. Gefängnissimulation ist eine großartige Kombi. Künstliche Intelligenz scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Plattform, Genre, Übereinstimmung, Simulation, PC ist großartig. Sehr schön. So. Das war jetzt für ein paar 9,2 Millionen auf dem Konto. Sehr schön. Okay. Wir machen ein Action-Alien-Spiel. Wir gehen nochmal auf die gute PlayStation. PlaySystem, Entschuldigung. Der Beta. Für alle. Und. Alien Strikes Back. Ja. Voll auf Engine. Gameplay lassen wir so. Story Quest, völlig egal. Es gibt einfache Zwischensequenzen. Wir machen eine Charakterentwicklung mit rein, aber wir geben keine Spieltutorials dazu. Boah, 7 Technologiepunkte auf einmal. Boah. KI richtig hoch, Level Design noch ein bisschen. Ja, so, schön. Die Punkte flutschen uns nur so aus den Fingern raus. Gut, Spielweltdesign gut wie unwichtig. Grafik ganz wichtig. Sound geht man noch ein bisschen drauf. Open World. Na komm, wir nehmen es mit ein. Was soll der Geiz? Ja, Technologie geht mir richtig ab. Gerade die Bugs machen wir raus. Schon vielleicht sogar 80 bei der Technologie. Nee, nicht ganz wahrscheinlich. Aber 77. Ihr könnt noch nachprogrammieren, das andere Spiel wird immer noch verkauft. Und 16 immerhin. So, wurde vom Markt genommen, 1,9 Millionen, fast 2 Millionen Stück verkauft. Ein Umsatz von 2,8 Millionen hat uns das gebracht. Jetzt können wir fertigstellen. So, Bonus, neue Kombi. Level up beim Sound. Hier hat es nichts gegeben. Das geht jetzt etwas langsamer in den höheren Levels. Soundtrack verfügbar. Schön. Oh, Dreambar ist von Vena veröffentlicht. Du wirst forschen. 100 Punkte. Was haben wir denn hier? Soundtrack 40. Du magst die Verzweigung. Und wir haben die ersten Bewertungen für Alien Strikes Back. Eine 9, mehr bitte, Star Games, jawohl. Eine 8 in Form Gamer. Noch eine 8, sehr unterhaltsam, Game Hero. Komm, eine 9. Ja, hervorragendes Spiel, All Games. Ja, das ist schön. Du bist auch ein kleiner Frosch.
Ah, die Easter Eggs oder den Soundtrack Easter Eggs. Und du machst mir den Spielbericht. Und der Markt hat sich wieder normalisiert. Keine starken Trends. Und wie ist unser Verkauf? Ja, 11, okay, schön. Easter Eggs, das fertig. Und die wird in 2 Monaten vom Markt genommen. So, folgende Resultate. Gameplay scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Plattform-Genre-Übereinstimmung, Action-Play-System ist großartig. Themen-Zielgruppe-Übereinstimmung, alle für Aliens ist auch großartig. Sehr schön. So, meine Lieben, einen kleinen Messestand gibt's. Jawohl, wir machen den kleinen. Oh, 10 Millionen auf dem Konto. Wir sind noch bescheiden. Noch. Ich möchte schauen, was die Publisher von uns möchten. Game Dev haben wir nicht. Evolution haben wir nicht. Game Dev haben wir nicht. Postapokalyptisch haben wir auch nicht. Na, schnell eine Forschung. Neues Thema. Evolution, Game Dev, postapokalyptisch und Flugzeug. Evolution. Simulation, oder? Ich würde sagen, wir machen noch einen Publisher-Vertrag. So, was will der? Evolution Abenteuer auf den Play. Game Dev ist aber postapokalyptisch. Er will ja nur eine 5er Bewertung. 9%, gut. Evolution, Abenteuer, wir gehen auf alle. Play System. Beta. Evolution, Abenteuer. Live. Ganz einfach live. Für alle Evolution, jawohl. Grafik. Okay. Und was macht unser Stand? Ja, 139.000. Aber wir haben es nicht unter die Top 100 geschafft. Okay, aber das kommt noch. Engine, Story Quest, jawohl. Gameplay. Linear nehmen wir mit rein, einfache Zwischensequenzen. Bessere Benutzererfahrung, Charakterentwicklung im Abenteuerspiel. Ach komm, was soll's. Wer macht was? Unser Technikfreak. Beim Abenteuerspiel nicht ganz so beschäftigt. Aber er hat ja keine Designpunkte. Er macht das Gameplay. Ich mache hinten die Story Quests. Kleinen Hype. Evolution Abenteuer. Reno Aces wird nicht länger unterstützt. Du hast ein Spiel für diese Plattform entwickelt und insgesamt 1,4 Millionen verdient. Nur immerhin mit einem Spiel. Das war, glaube ich, für den Publisher. Okay. Dialoge richtig hoch. KI, Level Design lassen wir so. Bessere Dialoge nehmen wir mit rein. Ja, ihr dürft Level bauen. Ah, das müssen wir noch verteilen. Ich mache die Dialoge. Du magst das und du magst die KI. Und wie weit braucht man bei einem Abenteuerspiel KI? Alien Strikes Back wurde vom Markt genommen. Es wurden 211.000 Stück verkauft, ein Umsatz von 1,4 Millionen, fast 1,5 Millionen erzielt. Jawohl. Und wir gehen langsam schon auf unsere 100.000 Fans. So, oben rechts seht ihr das. Schön. Macht Spaß, oder? Spielweltdesign richtig hoch. Sound, Twitch, Grafik. Jo. Jo. Du magst die Spielwelt. Ich mach die Grafik. Und er arbeitet sich wirklich nicht tot bei dem Spiel. Ah ja, 2 Leute für den Urlaub. So, dann stellt mal fertig, Jungs, die Bugs raus.
Multigenre verfügbar. Okay. Ah, da kann man sehr. Action-Rollenspiel, Action-Adventure. Okay, programmieren noch ein bisschen nach. Wir stellen fertig. Neues Thema, neue Kombi. Wir wollen Level Up beim Engine. Und KI und Spielweltdesign. Und er geht natürlich auch noch auf Level 5 hoch. Ja, und deshalb kriegt er jetzt 57.000. Nicht schlecht. Und Dominik Enneter Spezialtraining. Wow, neue Forschung. Videowiedergabe. KI-Gefährten. Detaillierte Hintergrundgeschichte. Boah. Ich muss echt Forschungspunkte generieren. Okay. Gut. Und wir haben die ersten Bewertungen. Was wollten die? Eine 5 können. 7 unterhaltsam. Eine 6 eigenartig. Gut. Noch eine 6. Eine 7. Gutes Spiel. Game Hero. Und eine 6 könnte besser sein. On Games. Jawohl. So, du machst noch unseren Spielbericht fertig. Ja, Rang 71. Master 5 wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Rockmit Softworks. Das Spiel hat die geforderten Bewertungen erreicht. Wir freuen uns auf zukünftige Aufträge. Zusammenarbeit. Ja, schön. Gut. So. Und du machst den Spielbericht noch fertig. Perfekt. So. Emulation und Abenteuer ist eine schreckliche Kombination. Ach was. Story Quest scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Plattform-Genre-Übereinstimmung, Abenteuer, Playsystem ist okay. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Zusehen diesmal. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir werden das nächste Mal wahrscheinlich was Neues machen. In diesem Spiel natürlich kein neues Spiel. Ich hoffe, es gefällt euch und wir müssen noch 2 in Urlaub schicken. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.